Gibt es für so eine Tat eine gerechte Strafe? Kaum. Was würden Sie mit so jemandem machen? Ja, auf jeden Fall lebenslänglich einsperren oder beseitigen. Weil das kein lebenswerter Mensch ist. Gibt es da überhaupt eine gerechte Strafe? Nein, ich will dazu nicht äußern, aber es ist furchtbar, was man den Leuten da hat. Ich kann mir das nicht vorstellen, was ich dem Mann vorgeht oder was das gemacht hat. Was er mit seiner Tochter, mit seiner Frau gemacht hat und ob die Frau überhaupt etwas gewusst hat. Das ist auch komisch. Glauben Sie, die Frau behauptet ja nichts damit, davon mitkriegt zum Haar? Glauben Sie, das geht, dass man 24 Jahre lang etwas... Die ist hundertprozentig auch damit beteiligt. Das gibt es nämlich gar nicht, wenn sie eine Tochter im Keller unten hat. Also, und die Kinder hat, das ist unmöglich. Also die gehört auch bestraft. Mhm. Apropos Strafe, was würden Sie sagen, gibt es eine gerechte Strafe für so etwas? Weiß ich eigentlich nicht. Mhm. Also ich denke mal auf jeden Fall lebenslänglich für sowas. Mhm. Ich meine, es ist jetzt hart gesagt, aber was soll man sonst für Strafe machen? Ich meine, das ganze Leben von der Frau ist verpfuscht von der Jungen. Gibt es für so eine Tat eine gerechte Strafe? Schwierig zu sagen. Mit Sicherheit nicht. Kann man nicht vorstellen. Also das Leid, was da angetan worden ist, ob man das mit der Strafe wieder gut machen oder ausgleichen könnte, schwer vorzustellen.